Hallo, liebe Birgit. Hallo, liebe Iris. Grüß dich. Es freut mich sehr, dich mal wieder zu sehen. Wir kennen uns ja schon sehr lange. Und bevor du dich gleich selbst vorstellst, möchte ich einfach mal in hohen Tönen loben und erwähnen, weil wir kennen uns ja schon fast 20 Jahre, genau weiß ich jetzt gar nicht im Moment. Und wir haben ja schon viel im Thema Marketing gemacht, auch andere spannende Themen, als ich noch im Ruhrgebiet war. Und ich schätze deine Expertise und deine lange Erfahrung sehr. Und deswegen habe ich dich heute eingeladen, weil du auch ein Mensch bist, der ehrlich und offen die Menschen über das Thema Online-Business informierst, damit du das Thema machst. Ja, vielen, vielen lieben Dank für die Vorschusslorbeeren. Ich habe gerade mal überlegt, es muss November 2003 gewesen sein, also fast 17 Jahre, da wir uns das erste Mal kennengelernt haben und du mich dann ja auch immer wieder und immer gerne beauftragt hast. Und ja, mein Name ist Birgit Schulz und mit Marketingzauber helfe ich vorwiegend Solopreneurinnen, ihr Social Media Marketing strategisch, effizient und mit viel Spaß umzusetzen. Und ja, das ist Online-Business. Ich habe natürlich auch nicht mit Online-Business gestartet, ne? Also Marketingzauber ist vergleichsweise jung, gerade etwas über 4 Jahre alt, aber ich bin eben schon seit 17 Jahren auch selbstständig. Also du warst wirklich eine meiner ersten Kundinnen. Und habe da als Marketingberaterin gestartet, natürlich immer mit Fokus auch Marketing im Internet zu machen für meine Kunden. Aber das Business war natürlich schon schwerpunktmäßig offline. Und ich habe dann selbst vor 5 Jahren etwa gesagt, okay, du warst eine der Mitinitiatorinnen, ne? Also ich habe zwei Paten sozusagen für Marketingzauber und du bist eine davon. Und du hast mir damals auch gesagt, mal, verdammt nochmal, du kannst das doch alles, warum gehst du nicht selber ins Online-Business? Und ich weiß noch, wie ich da auch gerade dir gegenüber gesagt habe, ach nee, das ist alles so unseriös und so Marktschreier und so bin ich nicht und das will ich nicht machen. Aber du hast nicht locker gelassen und die andere, die Susanne, auch nicht. Und ich selber hatte ja auch das Gefühl, ich wollte unbedingt was verändern. Ich hatte mir so ein schönes Hamsterrad gebaut. Und ja, und habe mir dann also ein bisschen angeschaut, was machen andere? Also die Beispiele, die ich so schrecklich fand, natürlich, aber eben auch die, die ich dann gesucht habe, wo ich gedacht habe, oh ja, es geht auch ethisch, es geht auch aufrichtig, es geht auch ehrlich und so will ich sein und das mache ich auch und lieber mal noch so eine Nische besetzen, als den anderen das Feld überlassen. Und genau das ist das, was ich an dir schätze, Birgit. Und deswegen habe ich auch gerne eingeladen. Weil wir haben ja gerade jetzt diese Zeit, wo alle glauben, ins Online-Business gehen zu müssen, zu wollen. Ist es Natürlich. auch toll, das ist gut, das ist richtig. Kommt dir sehr entgegen. Ne? Ich kann verstehen, wir können vieles heute, gerade im Moment, aufgrund der Krise, Coronavirus, was auch immer, nur vieles online machen. Viele arbeiten im Homeoffice. Und da liegt das Thema ja auch nahe. Was mir wichtig ist und warum ich dich eingeladen habe, ist, weil du eben sehr offene, ehrliche Mensch bist, der wirklich den Menschen helfen möchte, dass wir uns mal dem Thema widmen, für und wieder Online-Business. Vor allem, was bedeutet das überhaupt? Was kommt auf mich zu als Unternehmer, wenn ich wirklich ins Online-Business einsteigen möchte? Ja, also es ist tatsächlich, ich finde, da haben die Chinesen uns was Großartiges gebracht, ne? Dieses Chance ist, oder Krise ist auch Chance, ne? Also das ist etwas, was ja die chinesische Sichtweise offensichtlich ist und ich finde die auch total gut. Also das ist jetzt eine Chance, tatsächlich zu sagen, ich verlagere mein Unternehmen gesamt oder teilweise ins Online-Business. Niemand muss es gleich komplett machen und das gelingt auch nicht aus dem Stand. Nun bin ich jemand, der ja seit 1996 schon, ich sage mal, im, am, mit und für das Internet arbeitet. Also wirklich ein alter Hase, auch sowieso schon viel, viel länger PC erfahren. Ich schraube die Dinger notfalls auch auseinander. Also ich habe da wirklich auch keine Berührungsängste. Trotzdem hat es auch bei mir als Einzelunternehmerin, muss man natürlich sagen, ich habe kein Team im Rücken oder so, sondern ich mache das alles alleine, habe ich jetzt fast 5 Jahre gebraucht, um mein Unternehmen von offline basiert auf online umzustellen. Das heißt, im ersten Jahr 2016 mit Marketingzauber habe ich so ungefähr 20% meiner Einnahmen mit Online-Business erzeugt. Jetzt sind es fast 100%.
Also ich habe noch ein paar Bestandskunden, die älter sind, die, na halt, sag mal, ne, da kommt natürlich auch immer mal noch ein Auftrag und machen Sie mal noch und hier mal noch eine Kleinigkeit. Aber alles in allem geschieht sowohl meine Akquise als auch die Abwicklung meiner Leistung inzwischen nahezu zu 100% online. Hat aber eben fast 4 bis 5 Jahre gedauert. Das sollte man nicht unterschätzen. Also auch für jemanden, der weiß, was er tut, wenn da nicht unbedingt die großen Ressourcen da sind für viel Manpower. Und ich habe mich ganz bewusst für Solopreneurtum entschieden. Ich hatte Personalverantwortung, als ich noch angestellt war. Wollte ich nicht nochmal wieder. Und da muss man aber eben für sich akzeptieren, dass es auch seine Zeit braucht. Und die Zeit sollte man sich auch nehmen. Denn sonst kommt dann immer, ja, kommt dann so ein Überforderungseffekt, das ist mir alles zu viel. Dann kommt so diese, oft bei vielen dann auch der Effekt, ich habe auf dieses ganze Facebook keinen Bock mehr. Also man muss es schon schrittweise machen und da auch reinwachsen. Die Zeit sollte man sich nehmen und auch gönnen. Und ja, ein bisschen Mindset-Shift braucht man natürlich auch. Bevor ich also so ins Online-Business bin, und ich muss dazu sagen, Iris, du weißt das, ich bin eine gelernte extrovertierte Person. Also ich bin ein typischer introvertierter Mensch, der keine Angst und keine Scheu vor anderen Menschen hat, Menschen liebt und auch gerne mit ihnen zusammen ist, aber für den das unglaublich anstrengend sein kann. Und als introvertierter Mensch dauernd auf irgendwelche Netzwerkveranstaltungen, Business-Frühstücke, für mich geht schon mal gar nicht, oder eben auch abends unterwegs zu sein, manchmal 4, 5 Abende die Woche, das geht an die Substanz. Also mich strengt das sehr an, so viel Spaß es auch macht und so erfolgreich es auch ist als Akquisemöglichkeit und als Akquisemethode. Ich ziehe es einfach vor, am Rechner zu sein oder mit meinem Smartphone gemütlich auf der Couch zu sitzen und im Grunde genommen nichts anderes zu machen. Ja, also vielleicht kennt der eine oder andere das Clue Train Manifest, das ist schon von 1997 und der Kernsatz aus diesem Manifest ist, Märkte sind Gespräche. Ja, oder wie ich es immer gerne salopp formuliere, ne, das Internet ist eine große Quatschbude und Mark Zuckerberg hat es gemerkt. Also wir reden alle gerne miteinander und das ist auch richtig und wichtig fürs Business, das ist entscheidend. Und das ist auch etwas, was man, glaube ich, für sich annehmen muss, dass man einfach merkt, das ist gar nicht so distanziert. Klar, wir sitzen jetzt nicht zusammen im selben Raum und wir kennen uns schon sehr lange, aber auch wenn wir uns nicht sehr lange kennen würden, die Beziehung, die man aufbauen kann über solche Zoom-Gespräche und auch über Zoom-Beratungen, Coachings, was auch immer man da im Einzelfall dann über so ein Videokonferenzsystem macht, das kann genauso eng und persönlich werden, wie wenn man sich dauernd im echten Leben treffen würde. Mhm. Ich habe zum Beispiel einen Tandempartner, den kennst du auch, den Jonas, und Jonas und ich haben uns nur übers Internet kennengelernt. Und es hat 2,5 Jahre gedauert, bis dass wir uns einmal live getroffen haben. Und das war also eigentlich kein Unterschied, ob man sich jetzt so gegenüber... Ich habe nur gesagt, boah, bist du groß. Das sieht man natürlich online dann nicht unbedingt. Aber ansonsten kann man da genauso super Beziehungen miteinander aufbauen, genauso respektvoll und anständig miteinander umgehen, wie man das im echten Leben auch kann. Das kann ich eigentlich auch bestätigen. Ich habe mich auch ja vor 4 Jahren mit dem Thema Online-Business erstmal beschäftigt. Habe genau diese Erfahrung gemacht, on-off. Ja, kommt natürlich auch durch meinen Background. Ich war 25 Jahre in IT, habe schon mein Leben lang vor dem PC gesessen. Und was mich am meisten genervt hat, ist eben das Thema, dass wir eben zu viel uns vor den Bildschirm setzen müssen, zu viel Kontakt über soziale Medien und so weiter pflegen müssen, um ein Online-Business wirklich erfolgreich aufzubauen. Was siehst du denn als die möglichen Steps? Als die möglichen Steps? Also unabdingbar in meinen Augen ist es tatsächlich einen sogenannten Content-Hub zu haben. Das heißt, nach Möglichkeit, oder was heißt nach Möglichkeit? In den meisten Fällen dürfte das ein Blog sein. Also die Tatsache, dass man regelmäßig mit Inhalten sich seiner potenziellen Käuferschaft auch zeigt und damit auch Vertrauen aufbaut und Expertise beweist. Ob das jetzt ein Blog ist, ob das jetzt eine Reihe von Videos auf YouTube ist oder ob man einen Podcast macht oder diese Formen miteinander verbindet, ist relativ egal, aber man braucht Inhalte, auf deren Basis man dann in die Kommunikation gehen kann.
Das wäre in meinen Augen, ja, das ist so die erste Visitenkarte online. Der zweite Schritt ist dann, und damit kann man auch erstmal anfangen, das aufzubauen. Das ist durchaus nicht untrivial. Also da hat man auch schon positive Effekte raus fürs Offline-Business. Ne? Also das ist natürlich, die Leute gucken heute nicht mehr in die gelben Seiten, die googeln. Und hat man einen gut geschriebenen Blogartikel, ich habe heute immer noch, obwohl es groß auf meiner Website steht, bitte nicht anrufen, ich habe heute immer noch Telefonate auf meinem AB, da landen die dann nämlich, und ja, ich habe Ihren Blogartikel gelesen und können wir mal sprechen und ich möchte Sie gerne für das und das beauftragen. Das heißt, sie sind gar nicht den Weg über Social Media gegangen. Die kennen meine Facebook-Präsenz nicht und nichts davon, sondern einfach meine Blogartikel zahlen da auf meine Sichtbarkeit online ein. Und das kann zum Beispiel auch ein Eintrag in das örtliche oder gelbeseiten.de oder so gar nicht leisten. So, das ist das eine. Also das braucht man schon. Cool ist es dann, wenn man im zweiten Schritt auch hergeht und sagt, ich sammle jetzt Leads ein. Soll heißen, ich sammle E-Mail-Adressen ein. Das gute alte Newsletter-Marketing, schon 2006 totgesagt, von mir damals selbst totgesagt, lebt immer noch und feiert fröhliche Urstände. Das Newsletter-Marketing ist ein Thema, das nicht in der Regel nicht schnell geht, also ein Listenaufbau dauert und seit der DSGVO vor 2 Jahren ist es auch ein bisschen zäher noch geworden, aber es ist wirklich lohnenswert, weil diese Kontakte, die gehören uns. Gehe ich nach Facebook, gehe ich nach LinkedIn, gehe ich nach Xing, gehe ich nach Twitter. Diese Kontakte gehören Facebook, LinkedIn, Xing und Twitter oder Instagram oder wem auch immer. Ne? Die gehören uns nur, ja, ich sag mal, die haben wir sozusagen geliehen oder gemietet. Aber die Newsletterliste, das sind unsere eigenen Kontakte. Und die können wir so oft anschreiben, informieren, kontaktieren, wie sie es sich gefallen lassen. Also das ist natürlich auch zielgruppenabhängig. Ne? Es gibt Zielgruppen, die sagen, wow, ja klar, schick mir einmal die Woche überhaupt kein Ding. Und es gibt welche, die sagen, was, einmal im Monat eine Mail? Ne, so viel möchte ich nicht haben. Also die Wahrheit liegt aber eigentlich bei so einmal bis zweimal pro Monat, macht man nie was verkehrt und man kann sogar mehrfach die Woche schreiben, wenn man natürlich auch nützliche und relevante Informationen liefert. Also wenn ich dauernd nur irgendwelche Angebote raushaue, so à la Schweinebauchseite, das bringt es natürlich nicht. Aber wenn ich wirklich Dinge habe, was zu sagen habe, was hilft, was nützlich ist, was unterstützt und nicht unbedingt auch dauernd in jede Mail ein Angebot reinhaue, wird das sehr wohl gelesen. Ich habe Leute, die sagen, ich speichere mir jeden von deinen Mails ab. Und das finde ich großartig, weil ich habe in jeder von meinen Mails habe ich einen Marketing-Tipp drin. Und ja, das ist mit viel Liebe und Herzblut geschrieben und das ist auch schön, dass es nicht einfach so gelöscht wird. Ne? Also, dass das auch das entsprechend gewertschätzt wird. Das kann ich auch wirklich bestätigen. Das heißt, wenn du Blogartikel schreibst, ist da wirklich sehr viel Mehrwert und Nutzen drin. Das heißt, ich kann das wirklich auch 1:1 anwenden, ja? Wenn ich in dem Bereich natürlich tätig bin und da was tun möchte. So, hat man dann das als Grundlage aufgebaut, dann kann man parallel oder eben auch erst danach noch hergehen und sagen, okay, ich tummel jetzt mich mal noch auf den sozialen Medien. Und da gilt meiner Meinung nach ganz besonders, erstens, ich muss dahin, wo meine Zielgruppe ist und zweitens, ich muss dahin, wo es mir Spaß macht. Also es nützt alles nichts, wenn es mir keinen Spaß macht. Dann quäle ich mich nämlich. Es nützt auch nichts, wenn ich auf einer Plattform bin, die mir Spaß macht, aber da ist meine Zielgruppe nicht. Hatte ich 2016. Ne? Also ich habe und ich liebe immer noch Twitter, aber da ist meine Zielgruppe nicht. Also habe ich das dann nach einem halben Jahr schweren Herzens gesagt, okay, Twitter steckst du jetzt nicht mehr so viel Energie rein. Meine Zielgruppe finde ich schwerpunktmäßig eben tatsächlich auf Facebook, weil da sind sie irgendwo alle. Und natürlich auch auf LinkedIn. Xing ist so ein bisschen für mich persönlich auf dem rücklaufenden Ast. Nicht so dolle mehr, war mal richtig schön, aber die haben viele Fehler gemacht und deswegen finde ich Xing persönlich nicht mehr so gut. Aber es gibt eine Menge Leute, die immer noch über Xing sehr, sehr gute Geschäfte machen. Und wenn das funktioniert, warum was dran ändern? Ne? Also für mich hat das irgendwann nicht mehr funktioniert. Wie bekomme ich denn jetzt raus, weil ich bin ja da auch wie du unterwegs, erstmal macht der kleine Schritte und die vernünftigen Steps, auch handelbaren Steps. Mhm. Ich finde das auch aus einer eigenen Erfahrung, man tut sich schnell zu viel an in dem ganzen Wust, sage ich mal, Online-Business. Wie finde ich denn heraus, was für mich die beste Plattform ist?
Wie finde ich es heraus? Indem ich mich anmelde und erstmal mitlese. Also man muss selber noch gar nicht großartig in Erscheinung treten, aber man muss natürlich in der Regel einen Account haben, man muss ein Konto haben und man kann erstmal mitlesen. Ich mache es mal am Beispiel Facebook, weil vieles davon ist auch auf andere Plattformen übertragbar und das ist eigentlich auch die Plattform, die die meisten kennen. Also wenn ich auf Facebook ein privates Profil habe, dann kann ich damit natürlich Seiten abonnieren von anderen Unternehmern und kann die erstmal ein bisschen stalken und kann gucken, was posten die denn. Ich kann auch hergehen und gucken, was sind denn da für Leute dahinter und kann mich mit denen befreunden. Selbst wenn ich das so eng nicht möchte, man kann auch Personen abonnieren, man muss sie nicht gleich befreunden. Auch das geht. Man kann mit dem Profil erstmal Gruppen suchen und sich in Gruppen oder Gruppen beitreten und auch da erstmal nur lesen, erstmal nur stalken, gucken, wie ist die Stimmung, wie ist der Ton, wie gehen die Leute miteinander um, worüber reden sie miteinander. Und selbst wenn man nie selber was schreibt, aber allein über das Mitlesen, da sind so viele Steilvorlagen für die eigenen Blogartikel wiederum drin oder für den Podcast. Also das, was die Menschen immer wieder umtreibt, wissen wollen, wenn man da Expertise hat. Und selbst wenn man noch gar nicht mal in Erscheinung treten will, da kann man ja schon seinen Honig rausziehen, wie ein Mentor von mir immer mal sagte, und ein bisschen Nektar saugen und kann gucken, dass man daraus lernt, wie die eigene Zielgruppe tickt. Also das ist ja der Start. Und wenn man dann sagt, okay, jetzt traue ich mich mal was, dann kann man ja in den Gruppen beginnen zu helfen und zu unterstützen. Einfach auch mal Fragen beantworten, mit den Leuten ins Gespräch kommen. So, und dann erstellt man vielleicht, wenn man sagt, das läuft ganz gut, ich fühle mich hier ganz wohl, dann erstellt man seine eigene Facebook-Seite. Ja, also der Unterschied zwischen privatem Profil und geschäftlicher Seite. Der Unterschied ist ganz einfach, für die, die es nicht so genau wissen. Beim Profil habe ich Freunde und da ist bei 5000 Schluss. Bei der Seite habe ich Fans und die können in die Millionen gehen. Aber es ist gar nicht so einfach, dahin zu kommen. So, das heißt, ich erstelle also eine geschäftliche Seite. Die ist auch Voraussetzung dafür, dass ich beispielsweise Anzeigen mal schalten kann und darf. Also die brauche ich sowieso, wenn ich geschäftlich in Erscheinung treten will. Und dann kann ich eben hergehen und auch auf meiner Seite zum Beispiel meine Blogartikel mal anteasern. Das heißt, bekannt machen, ich habe neuen geschrieben. So, und wenn man das dann an seine Freunde teilt, die man mittlerweile dann auch aufgebaut hat, dann werden die auch dann nach und nach zu Fans. Und so kann man seine Fanbasis aufbauen und sich das verschaffen, wonach alle im Moment schreien und gerne haben möchten, nämlich die berühmte Reichweite. Ohne dass wir bekannt sind, ohne dass wir Reichweite haben, können wir weder online noch offline was verkaufen. Und online ist es eigentlich viel, viel leichter, eine sehr viel größere Reichweite zu generieren, als es offline der Fall ist. Ich bin auch hier in der Region, im Ruhrgebiet, durchaus bekannt und ne, unsere Marketingfachfrau aus Castrop-Rauxel kennen wir alle, aber das sind nicht halb so viele Menschen, wie ich sie wahrscheinlich auch nur als Fans von meiner Seite habe auf Facebook. Mhm. Ja, und wenn man dann sagt, okay, jetzt möchte ich das noch ein bisschen enger an mich binden, eine Community aufbauen, dann macht man vielleicht eine eigene Facebook-Gruppe zu einem Spezialthema und versucht, die Leute dort anzuziehen und eben natürlich auch weiter mit Informationen zu versorgen, noch enger zu helfen, als das in fremden Gruppen der Fall ist. Und dort natürlich in eigenen Gruppen darf man alles, wenn man Admin ist, dort natürlich auch seine Werbung zu platzieren, was in fremden Gruppen nur nach Absprache oder eher ungern gesehen ist. Das wäre mal so die ersten kleinen Schritte, die man gehen kann. Und da kann man sich schon ein halbes Jahr bis Jahr mit Zeit nehmen. Also das ist Langstrecke, das ist kein Sprint, das ist kein Marathon, das ist Dauerlauf fürs Businessleben. Gut, dass du es ansprichst, ne? Dass man das eben in 4 Wochen aufzieht, weil ich denke gerade viele, die noch keine Online-Business-Erfahrung haben, meinen, sie können jetzt mal eben schnell in der Corona-Krise ein neues Geschäftsmodell entwickeln und das Wichtigste, glaube ich, ist, Online-Business kostet Zeit und eine Zeitvorlauf bis ich wirklich daraus Geschäft generiere. Absolut, also definitiv. Ich habe damals 2016, bin ja im Januar gestartet, deswegen kann man sich das auch ganz gut merken. Und im März 2016 fragte mich der Leiter einer großen Social-Media-Agentur aus München,
dessen Tool ich genutzt habe, sag mal, bist du eigentlich die Birgit von Marketingzauber? Und ich so, ja, jetzt hast du es geschafft. Natürlich hatte ich es dann noch lange nicht geschafft, aber das war natürlich mit der ganzen Expertise der Zeit vorher, die ich da reingesteckt hatte. Und deswegen ging es bei mir relativ schnell. Aber wenn jemand wirklich so aus dem luftleeren Raum kommt und eigentlich da gar nicht auch das fachliche Know-how hat und auch nicht vielleicht nicht das technische Know-how an manchen Stellen, es dauert einfach seine Zeit. Mhm. Eine Lehre dauert 3 Jahre und so ähnlich ist das dabei auch. Ein wichtiges Thema will ich gleich noch mal ansprechen, weil ich denke, das interessiert viel, das Thema Webinare. Wie siehst du das? Cooles Instrument. Ich bin auch mit Webinaren gestartet, mache immer noch sehr gerne welche. Man kann sie einfach mal machen, um ja bekannter zu werden. Man kann sie aber auch sehr schön als Instrument einsetzen, um die E-Mail-Liste zu füllen. Man kann sie aber auch wunderbar als Instrument einsetzen, um natürlich auch direkt online zu verkaufen. Aber auch das behutsam. Also wer noch nie ein Webinar gemacht hat und die Regeln eines Webinars nicht kennt, der guckt sich am besten auch erstmal ein paar an. Also ich habe auch beim Marketingzauber, als ich den Entschluss nach dem Sommer gefasst hatte, ein gutes Vierteljahr lang, ich habe jede Woche, glaube ich, an 3 oder 4 Webinaren teilgenommen, einfach um zu gucken, wie machen sie es und welche Themen und wie umfangreich und wo und wann pitchen sie, also pitchen, das eigene Angebot unterbreiten. Viele machen den Fehler, machen es ganz am Ende und alle sagen danke, tschüss und man pitcht schön für sich alleine. Das muss man also an einer anderen Stelle einbauen. Es ist aber auch blöd, wenn man dann irgendwie so mitten in der Folienpräsentation sagt, so und jetzt kommt der Werbeblock. Dann pennen alle auch ein oder holen sich erstmal was zu trinken. Also man muss schon versuchen, das so ein bisschen organisch einzubauen. Und da macht es einfach mehr Sinn, sich auch mal andere anzuschauen, die schon länger dabei sind, die erfolgreich mit Webinaren sind und zu gucken, wie bauen die das organisch ein? Wie machen sie es charmant? Wie machen sie es so, dass man eigentlich gar nicht merkt, dass jetzt gerade gepitcht wird, sondern dass man einfach so das Gefühl hat, ja, das gehört jetzt dazu. Toll, die hat auch ein Angebot. Das ist ja super, das könnte ich mir ja glatt überlegen. Ne? Also den Effekt wollen wir ja eigentlich haben und nicht so bong, ne? Werbeblock und dann wird der Ton lauter und wir rennen alle raus. Also wie beim Fernsehen, das wollen wir ja nicht haben. Ich sage mal, ne, wer Werbung will, also wer wirklich, ne, das ist vielleicht auch noch was, sowohl bei Webinaren als auch insbesondere bei Facebook und auch bei vielen anderen Social Media Kanälen. Die meisten, die jetzt ganz frisch einsteigen, die machen nichts anderes als Werbung für sich. Die trommeln, was das Zeug hält, ist auch nicht ganz falsch, aber das trifft überhaupt nicht den Nerv der Facebook-Nutzer. Oder der Instagram-Nutzer oder was auch immer. Man betrachtet sich mal selbst. Ne? Gehst du auf Facebook, um Werbung zu sehen? Nee. Ne? Also ich sage mal, niemand schaltet freiwillig das Werbefernsehen ein. Ne? Sondern die Leute gehen dahin, um Spaß zu haben, um sich zu unterhalten, um Kontakt zu halten mit Leuten. Mit ein bisschen Glück auch, um sich zu informieren über das eine oder andere Thema. Aber sie gehen mit Sicherheit nicht dahin, um zu sehen, diese Woche Massage im Studio Wolfenbüttel für nur 39 statt 49 Euro. Das interessiert auf Facebook kein Mensch. Ne? Und das ist dann der Punkt, wo viele jetzt wahrscheinlich mit viel Energie und Hoffnung, vielen Hoffnungen auch reingehen, trommeln wie die Wilden und wahrscheinlich spätestens im halben Jahr keine Luft und auch keine Lust mehr haben, weil es nämlich nicht funktioniert hat. Und dann heißt es, dieser ganze Social Media Scheiß funktioniert nicht. Nee. Man muss natürlich schon ein bisschen denken, wie die Zielgruppe da denkt und auch selber so ticken, wie die Leute ticken, die sich dort aufhalten. Und deswegen habe ich gesagt, am Anfang erstmal beobachten und nicht mit hektischem Aktionismus da rausgehen und auf Teufel komm raus verkaufen. Das ist ja schon einen großen Fehler angesprochen, den viele, denke ich, mal im Online-Business auch machen. Ich erlebe das selber, wenn ich in verschiedenen Gruppen bin, ne, dass am liebsten, gerade wenn Aufträge knapp sind, am liebsten gerne die Werbung rausgehauen werden möchte. Aber so funktioniert es eben nicht. Kannst du uns denn noch ein paar große Fehler, die uns wirklich Lehrgeld vermeiden helfen oder auch Geld verbrennen vermeiden helfen? Viele versuchen den zweiten oder dritten Schritt vor dem ersten zu machen. Die kümmern sich schon darum, wie irgendeine Software funktioniert und wollen vielleicht irgendwas automatisieren und sind sich weder über ihre Werte im Klaren, noch über ihre Positionierung, noch über ihre Zielkunden, noch über ihre Produkte. Und wenn ich das nicht klar habe, dann brauche ich mich über sowas wie Customer Journey oder ein Sales Funnel gar nicht zu kümmern. Weil was soll ich denn da hinten verkaufen, wenn ich vorne noch nicht klar bin? Und wenn ich selber unsicher bin, dann merken das die Kunden. Das merken sie immer.
Ne? Genau. Und also das ist erstmal selber über die eigenen Werte klar werden. Was bin ich, wofür stehe ich, was will ich? Und wenn man sich da erstmal mit beschäftigt, dann ist das sehr, sehr schwer. Wenn man versucht, so eine Werteliste von 30, 40, 50 Werten, kann man im Internet recherchieren, Werteliste eingeben. Ne? Die wird man mit totgeschlagen. Und man guckt die sich an und sagt, ja, das bin ich und das bin ich und das bin ich. Und dann ist man auf einmal von 40 Werten so 32. Nee, also man muss es schon irgendwie auf 5 eindampfen, also aber im ersten Schritt auf 10. 10 Werte, die man runterbricht und sagt, so, dafür stehe ich, ne? Immer an Klaus Hipp denken, ne? Dafür stehe ich mit meinem Namen. Das schon mal runterdampfen, weil je klarer man da wird, desto klarer wird man in seiner Kommunikation, desto klarer wird man auch darüber, wie man sein Businessmodell aufbaut, wie man vielleicht auch seine Produkte in einer Produktleiter aufbaut, das heißt kleine Produkte, mittlere, teure und Premium-Produkte, die man dann natürlich innerhalb seiner Zielgruppe auch für unterschiedliche Zielgruppen und unterschiedliche Budgets dann auch bereitstellen kann. Und auch das, diese Produktentwicklung, das macht man nicht in 5 Minuten. Ich habe jetzt ein Gruppencoaching laufen seit Januar und jetzt bin ich gerade mit den 3 Modulen durch. Positionierung, Produkterstellung, Customer Journey. Und die sind immer noch zum Teil in den Lektionen und Aufgaben von den letzten Wochen und sagen so, jetzt habe ich mich noch nie so mit beschäftigt. Jetzt wird mir klar, warum da so einiges nicht funktioniert. Also das geht mir ja runter wie Öl, wenn meine Teilnehmer das so sagen. Aber das ist unglaublich wichtig, wenn da nicht keine Klarheit herrscht. Dann wird das alles nichts. Oh. Kann ich dir vollkommen recht geben, weil ich kenne das auch nicht anders. Auch aus Erfahrung, sage ich mal einfach so. Ich war ursprünglich als IT-Unternehmer in der Nische unterwegs und da brauchte ich diese ganzen Marketing-Themen nicht. Als ich aber dann anschließend ins Coaching-Business eingestiegen bin, habe ich erkannt, wie wichtig das ist, genau das, was du angesprochen hast, das Marketing von vorne erstmal zu beginnen. Und das hat nichts mit Online-Business oder Offline-Business zu tun. Das ist eigentlich ein Grundsatz, eines unternehmerischen Geschäftsmodells. Ohne dem geht es nicht. Weil im Endeffekt, sage ich mal, sind so viele Informationen in dem Markt, wo ich mir unheimlich unnötige Arbeit mache, wo ich mit 5% der Arbeit auf eine Nische, eine ganz klaren Zielgruppe fokussiert, viel schneller auch. Absolut, absolut. Und das ist dann eben auch noch ein weiterer Punkt, Thema Positionierung. Die viele, die jetzt ins Online-Business gehen, sind ja auch so, ich sag mal, unsere Altersgruppe, vielleicht 5 Jahre jünger, aber da aufwärts. Und wenn man dieses Lebensalter erreicht hat, dann weiß man unheimlich viel. Und man hat auch schon unheimlich viel gemacht. Und man weiß auch, dass man den Menschen unheimlich viel zu geben hat. Aber wenn wir damit rausgehen, dann haben wir kein Profil, da haben wir keine klare Kante. Dann haben wir diesen berühmt-berüchtigten Bauchladen und den will niemand und den kauft niemand. Und das ist natürlich da in der eigenen Positionierung zu arbeiten unheimlich schwer. Das heißt ja nicht, also für mich heißt es, also ich habe ja auch früher viel Bauchladen gemacht. Ne? Ich habe Logos gebaut, ich habe Webseiten gebaut, ich habe Texte geschrieben und, weil ich es auch konnte. Und weil die Leute zu mir kamen und sagten, Birgit, machst du eigentlich auch ... Und ich dann so, ich war jung und brauchte das Geld, natürlich habe ich es gemacht. So, irgendwann wanderte das dann auch auf meine Website. Und das war der große Fehler eigentlich. Mhm. Ne? Mit Marketing-Zauber habe ich mich wieder reduziert, habe gesagt, so, ich mache Social-Media-Marketing, und zwar strategisches Social-Media-Marketing, speziell für Einzelunternehmerinnen. Wenn jetzt ein Mann kommt, schicke ich den natürlich nicht weg. So, und wenn jetzt jemand sagt, ich möchte aber von dir eine Website haben, dann sage ich, nee, lass mal, dann geh mal lieber zu meinem Tandempartner, der macht das besser. Der macht das schneller, der macht das besser und dann wird es auch unterm Schnitt günstiger. Ich kann das gerne begleiten, beratend, ne, von der Marketingseite her, aber ich baue die Dinger nicht mehr, auch wenn ich es könnte. Ich habe da auch einfach keine Lust mehr drauf. Mhm. Aber wenn ich jetzt mal irgendwann Lust hätte, und jemand kommt und ich sage, oh, weißt du was, ich habe gerade mal so ein bisschen Zeit. Wird nie kommen. dann spricht ja nichts dagegen, ich baue auch mal wieder eine Website. Nur ich würde dann das nie hergehen und auf meine Marketing-Zauberseite so einen schönen fetten Störer machen, jetzt auch mit Website-Bau oder so. Ne? Also das wäre irgendwie ein bisschen kontraproduktiv. Das heißt, man muss sich schon spitz positionieren. Wo es schwierig ist mit dem spitzen Positionieren, kann man natürlich auch hergehen und ich meine, Social Media Marketing, das ist jetzt nicht so spitz, das ist so eine Glocke. Ne? Also da passt ja unheimlich viel drunter.
Facebook, Instagram, Twitter und so weiter, die Kanäle sowieso, Content-Marketing, Newsletter-Marketing, die ganze Palette rauf und runter, Strategieentwicklung, Taktikentwicklung, also da ist so viel drin. Ich hätte auch hergehen können und sagen können, so, ich mache jetzt nur Facebook-Marketing oder nur Newsletter-Marketing oder nur Newsletter-Marketing mit Active Campaign. Also man kann das noch, hätte das noch viel, viel spitzer machen können, aber ich liebe da auch meinen kleinen Bauchladen. Und da muss man einfach für sich gucken, dass man so eine Dachstrategie entwickelt. Dass man diese Dachstrategie einigermaßen spitz formuliert, dass die Leute wissen, wofür man steht. Und dann kann man immer noch ein bisschen mehr anbieten. Mhm. Aber das ist wichtig. Also wirklich eine Nischenpositionierung, die muss jetzt nicht so klein und eng sein, dass man sich nicht mehr bewegen kann und nur noch 2 Zielkunden in ganz Deutschland hat. Wäre auch verkehrt. Aber dass man wirklich guckt, dass man sich da ein bisschen mit einer klaren Kante einfach auch hinstellt und für die Leute wieder erkennbar wird. Ja, das Wichtige ist ja auch, neben dem Thema Positionierung, Nische, Zielgruppenansprache und so weiter, haben natürlich auch, du hast ja schon gesagt, Online-Business so ein weites Feld. Und mit welchen Produkten will ich denn überhaupt arbeiten, wenn wir da mal so weit sind? Ja, wenn wir da mal so weit sind. Und ja, ne, also wer so eine Produktleiter kennt, ne, von Stufe 0 kostenlos, dann über so einen Tripwire, so einen kleinen Stolperdraht für 10 Euro, ne, die übliche Leiter, die dann bis zum Premium-Coaching in fünfstelliger Höhe geht. Natürlich die es schon geschafft haben, die sagen, es ist genauso schwer, ein teures Produkt zu verkaufen wie ein billiges, fangen oben an. Ja, das ist für Sie jetzt mit Ihrer Expertise und 20 Jahren Erfahrung und den Wahnsinnsfans, die Sie da haben, ist das so. Aber wenn man anfängt und einsteigt, dann ist es keine gute Idee, direkt Premium einzufangen. Dann beißt man sich die Zähne aus. Die Reichweite hat man noch nicht, man hat die Fans noch nicht. Also irgendwo in der Mitte einzusteigen, also nicht ganz unten alles verschenken, großer Fehler, machen auch viele. Die hauen jetzt alles raus, gerade jetzt wegen Corona, ne? Und hier mein super Sonderkurs und nochmal umsonst. Nee, das ist auch nicht gut. Aber irgendwo so im mittleren Preissegment anzufangen und erstmal Erfahrungen zusammen sammeln, auch seine Fehler machen zu dürfen. Jeder macht Fehler im Online-Business. Und wenn es nur ist, dass der E-Mail-Provider die Mails nicht rechtzeitig ausliefert oder sowas, es kommt alles vor. Und das ist natürlich viel, viel peinlicher, wenn ich meinen Kunden für etwas 10.000 Euro abgeknöpft habe, als wenn ich dafür etwas für 100 Euro abgeknöpft habe. Also, ne? Abgeknöpft klingt jetzt auch so sehr salopp, aber ne? Das ist einfach, wenn ich Preis erzählt eine Geschichte, ne? Price tells a story. Und wenn ich also wirklich hohen Preis nehme, dann heißt das natürlich auch, ich muss Qualität liefern und das muss fluppen. Und wenn ich was preiswert anbiete, dann kann das trotzdem und sollte das und muss das hohe Qualität haben. Aber wenn da mal technisch was nicht so fluppt, dann sind alle großzügig. Ne? Weil jeder weiß, kann mal was schief gehen und ach komm, war jetzt auch nicht so teuer, ob jetzt die Mail heute oder morgen kommt, ist auch egal. Da kann man sich auch am Anfang ein bisschen entspannen. Denn sonst wird das unter Umständen zu einer ganz verkrampften Angelegenheit. Denn der dritte Fehler, den ganz viele machen, ist, dass sie den kreativen Part ihrer Produktentwicklung gleichzeitig machen mit dem Versuch, die Tools zu lernen. Und auch wenn das mit den beiden Gehirnhälften ja schon lange widerlegt und überholt ist, aber das ist tatsächlich so, ne? Da kommt es zum Konflikt zwischen den Gehirnhälften. Da muss die logische Hälfte muss lernen, wie was technisch funktioniert und die kreative Hälfte will da irgendwie ganz toll was zusammenstellen und dann tritt man auf der Stelle. Dann kommt man wochenlang nicht vorwärts und schimpft dann meistens auf die böse Technik. Letzten Endes, wenn man das voneinander trennt, geht es sehr viel leichter. Wir haben jetzt eigentlich schon gehört als Fazit, dass wir sowohl viel Zeit wie auch Geld verbrennen können. Und meine Erfahrung ist eigentlich aus den, ich glaube, das sind schon über 5 Jahre, weil ich war ja schon vor Marketing-Zauber unterwegs mit dem Thema Online-Business, vielleicht ein Jahr vorher oder so, deswegen habe ich hier doch aufmerksam gemacht, weil ich eben deine Expertise kenne. Und was ich definitiv nicht wieder machen würde, ist es alleine zu tun. Das selbst machen zu wollen. Auch wenn ich mal einen IT-Background hatte, der, sage ich mal, einfach so mit den Tools umgehen kann und. Aber das, was ich an Geld investiere, sei es auch in Online-Kurse, wo ich mich erstmal weiterbilde, ja, und Webinare und so weiter und so fort,
Also ich kann eigentlich nur empfehlen, sich von vornherein Experten dazu zu nehmen. Und den zu finden, ist ja auch eine Herausforderung. Kannst du uns dazu was sagen? Auf jeden Fall. Also es macht auf jeden Fall Sinn, sich immer externe Hilfe zu holen. Ich mache das ja auch. Ich hole mir auch Coachings, ich hole mir Sparringspartner, ich habe meine Tandempartner. Aber es ist, man sollte, und das ist mir schon wichtig, man sollte immer so viel lernen, dass man in der Lage ist, einen Dienstleister ordentlich zu instruieren und auch seine Arbeit überprüfen zu können. Wenn man das dann auch nicht im letzten Detail selber kann, aber man muss wenigstens gucken, arbeitet der sauber, sorgfältig, macht er was Vernünftiges und könnte jetzt jemand anderes die Arbeit weitermachen, wenn ich den nicht mehr hätte. Da sehe ich nämlich im Moment bei vielen, vielen große Probleme, die landen dann auch gerne bei mir, so nach dem Motto, ne? Also meine VA hat mich verlassen, hier ist jetzt Kraut und Rüben, ich habe es nicht gelernt, ich weiß nicht, wie es geht, was ist denn da? Und ich gucke mir das dann an und sage, oh Gott, was hat sie denn da gemacht? Ne? So, und das ist natürlich dann auch für mich schwierig, weil ich dann jemanden da habe, der dringend an den Markt will, weil vielleicht auch sogar eine Aktion laufen hat, wie ein Häufchen Elend da sitzt, weil ne, von der VA verlassen, weil die irgendwie die Segel gestrichen hat oder auch nur krank geworden ist. Das ist jetzt in Corona-Zeiten, kann das ja auch passieren. Ne? Und da muss auf jemand anders die Arbeit weitermachen. Und wenn man dann selber nicht genug davon versteht, dann wird es auch schwer, jemanden zu finden, zu dem man Vertrauen fassen kann, dem man das dann neu übergeben kann. Nein. Also man muss nicht alles selber machen, aber man sollte alles selber verstehen. Das Richtig. Sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also die Zeit muss man schon investieren, das sehe ich schon so. Aber wie gesagt, man muss dann nicht alles selber umsetzen, das kostet sehr, sehr viel Zeit. Und wenn man da nicht, ich sag mal, so toolaffin und experimentierfreudig ist wie ich, kann das dann auch schon mal zur Belastung werden und nerven. Ne? Das ist tatsächlich so. Ich würde gerne mal ansprechen, also was, ich bin ja jetzt, ich denke mal, ungefähr 5 Jahre mit dem Online-Business unterwegs und ich beschäftige mich jetzt nicht mehr so viel mit dem Markt, was angeboten wird und so weiter, weil ich es im ersten Jahr sehr intensiv gemacht habe, um eben auch zu gucken, was ist der richtige Weg. Ich hole mir immer gerne in der Querdenker verschiedene Meinungen ein und glaube nicht einem alleine, sage ich mal einfach so. Und was ja nun mal leider gerade im Bereich Online-Business oder wenn man auf Facebook unterwegs ist, wird man das merken. Es gibt Unmengen von angeblichen Experten, die im Online-Business unterwegs sind. Oh ja, das sind immer diese jungen Kerle, die mit Sonnenbrille vor den Autos stehen und sagen, jetzt erkläre ich dir mal, wie du in 6 Wochen mit nur 4 Stunden Arbeit am Tag exakt 10.863,22 € im Monat verdienen kannst, und zwar passiv. So, die Jungs sind das, ne? Genau. S-U-H-R, Sur. Ne, das ist die Bezeichnung dafür, die in meiner Blase mit den, ich sag mal, ehrlichen Online-Marketern dafür inzwischen kursiert, schnell und hektisch reich im Internet. schöne Abkürzung, ne? So, das geht nicht, das funktioniert nicht. Wenn so etwas versprochen wird, oder auch jetzt in Corona-Zeiten, ich habe die Angebote gesehen, ich mache dich in 3 Tagen für einen Kurs für 1.500 € fit Wow. fürs Online-Business. Das ist Geldschneiderei. Ja. Also, nee, das funktioniert nicht. Ne? Also, dann, ich meine, das alles, was so ein bisschen an die Goldgräberstimmung in den USA im 19. Jahrhundert erinnert. Also, was einem vollkommen vorkommt, um wahr zu sein, das stimmt auch nicht. Und ich habe jetzt auch wieder ein Mitglied in meinem Marketing-Zauberzirkel, die hat im letzten Vierteljahr einen Kurs mitgemacht, der hat 9.000 € gekostet. Sie hat unheimlich viel gearbeitet, aber natürlich in 9 Monaten auch nicht nach vorne zu bringen, auch nicht mit einem Kurs für 9.000 €, auch nicht mit einer Betreuung, die dann dabei ist in der Gruppe. So, und dann waren die Gruppeninhalte auch noch nur noch 6 Wochen verfügbar und sind jetzt, die kann auch nicht mal mehr drauf zugreifen. So, aber da muss man auch sagen, wer so ein Angebot annimmt, ich meine, das riecht doch gegen den Wind. Ja, leider ist es so, dass zu viele ich habe ja selber in den Kursen, wo ich mal teilgenommen habe, ja, also erstmal habe ich festgestellt, nur vielleicht 10% setzen überhaupt um, was sie in den Kursen gelernt bekommen. Ja, ich meine, man hofft ja immer auf die Osmose. Ich mache das auch. Ich habe ganz viele Bücher hier liegen und hoffe immer, wenn die neben mir liegen, dass ich die Inhalte per Osmose aufnehme. Funktioniert aber nicht. Man muss die Kurse dann auch schon machen, ja. Ja, dazu kommt dann aber auch, dass meistens die Kurse ja nur die Anleitung bieten. Und Know-how gar nicht so weit erforderlich ist, wie ich es dann wirklich auch umsetzen kann, produktiv für mich. Ja. Ja?
Das heißt, aber wie gehe ich denn jetzt vor? Wie finde ich für mich den Experten, der mich wirklich, wenn ich jetzt ins Online-Business einsteigen möchte, nehmen wir an, wir haben schon diese Grundgeschichten bei Facebook hinter uns. Ja, wir haben schon eine Facebook-Seite, wir haben schon vielleicht auch schon mal eine Gruppe begonnen, wie auch immer. Wir haben die ersten Erfahrungen. Wie komme ich jetzt an Experten, der mir wirklich, sag ich mal einfach eine Zahl in einer überschaubaren Zeit von einem Jahr zu einem Geschäftsfeld im Online-Business verhelfen kann? Ich könnte ja jetzt sagen, man starte bei mir und guck mal, wen ich so empfehle. Was ja nicht verkehrt wäre. Nein. Also das ist vielleicht auch der richtige Moment, um in meine Gruppe einzuladen. Ich habe eine kostenlose Facebook-Gruppe unter marketingzaubergruppe.de. Also eines ein Wort, das ist eine Weiterleitung. Da landet man dann direkt dort. Bitte die drei Fragen beantworten und die Gruppenregeln bestätigen und dann nehme ich auch gerne auf. Also das ist so der Startpunkt. Natürlich kann man, wenn man Leute gefunden hat, denen man vertraut und wo man sagt, okay, die scheinen ja was ganz Reelles zu machen, aber die machen jetzt nicht das, was, oder ich bin nicht angenommen. Ich habe ja auch ein Schnuppergespräch. So, ich habe unheimlich oft, dass ich natürlich Leute habe, die sagen, ich habe das und das und ich hätte das und das Problem und ich hätte gern das und das. Und ich sag mal, das kann durchaus, ja, ich sag mal, 30% bis 50% aller Fälle kann es durchaus sein, dass ich sage, da bist du bei mir an der völlig falschen Adresse. Aber ich kann dir den und den empfehlen, geh da mal hin, bestell mal schöne Grüße von mir und sprich mal mit denen. Ne? Weil zum Beispiel Newsletter-Marketing, ich arbeite nun mal mit dem System Active Campaign. Mailchimp kenne ich vielleicht auch noch so ein bisschen. Aber wenn jemand meinetwegen mit Clever Reach arbeitet oder so, dann ist der bei mir falsch und ich könnte da nur rumstümpern. Warum soll ich da rumstümpern? Da schicke ich sie lieber zu einem Kollegen, von dem ich weiß, dass er sich damit auskennt und gut ist. Umgekehrt schickt der Kollege dann eben auch die Leute zu mir. Ne? Also das geht auch durchaus einfach nur auf kollegialer Basis, ohne Provisionen, ohne alles. Oder man schickt mal eine Tafel Schokolade als Dankeschön oder einen Blumenstrauß dafür, dass der Auftrag weitervermittelt wurde. Also das ist natürlich auch ein Ansatzpunkt. Das heißt, wenn man jemanden hat, dem man vertraut, mit dem man vielleicht schon gut zusammenarbeitet, einfach mal den fragen, wen hast du in deinem Netzwerk? Ich hätte gerne noch das und das gelöst. Das ist auf jeden Fall eine gute Methode. Also ich möchte dich auch ganz kurz unterbrechen, auch bestätigen, kenne ich aus Erfahrung auch nicht anders. Es gibt halt aus meiner Sicht nur einen gewissen Prozentsatz, die wirklich ehrlich offen mit den Menschen umgehen und dir wirklich helfen wollen und da auch nicht überproportional einfach so die Menschen ausziehen wollen. Ja, sondern wirklich ehrlich ihre Dienstleistung anbieten, auch zu vernünftigen bezahlbarem Geld. Richtig. Ja. Und das Zweite, was ich sehe, ist, es kann kein Einzelner alles beherrschen, was ich für ein Geschäftsmodell im Online-Business benötige. Das heißt, ich brauche einen Ansprechpartner, der ein gutes Netzwerk hat, der sagt, so als Beispiel mal jetzt Facebook-Werbung ist genau das der richtige Ansprechpartner, wenn du da kein Geld verbrennen willst. Ja, der jetzt effektiv deine Werbekampagne aufsetzt. Das heißt auf der anderen Seite natürlich mit dem Netzwerk, das wir brauchen, sage ich mal einfach so, brauchen wir auch Kapital, um das Ganze zu finanzieren. Richtig, das ist so. Also wer meint, ich stehe ja für das organische Marketing. Das heißt für das, was ohne Anzeigenschaltung in irgendeiner Form funktioniert. Und ich vergleiche das immer gerne mit einer Fahrt durch Frankreich nach Spanien. Ich fahre gerne nach Spanien, ich finde auch Frankreich ganz nett. Und der Punkt ist eben einfach, ich kann da die Nationalstraße nehmen und ich sage immer, da lernt man Land und Leute kennen, isst lecker und trinkt lecker am Wegesrand, aber es dauert einfach lange. Niemand sagt, dass man nicht zwischendurch mal die Mautautobahn nehmen darf. Ne, da bezahlt man dann ein bisschen Geld oder auch ein bisschen viel Geld und es geht wesentlich schneller, aber man sieht nicht so viel von Land und Leuten und man isst auch nicht so lecker. Also der Vergleich ist also wirklich durchaus sehr zutreffend. Deswegen ab und zu nehme ich auch mal die Mautautobahn, ab und zu schalte ich auch mal ein paar Anzeigen. Ich kann das auch, aber ich kann es nicht so gut, dass ich es für Dritte mache. Das mache ich einfach nicht. Da empfehle ich dann wirklich lieber meine Kollegen, die sich da voll drauf spezialisiert haben. Das ist beispielsweise die Frauke Schramm oder die Sandra Staub. Ne? Also das sind Leute, von denen ich weiß, dass sie auch zu reellen, vertretbaren Preisen genau diese Arbeit übernehmen und sie machen es gut. So, und das mache ich nicht. Ne? Also ich verbrenne nicht das Geld meiner Kunden an dieser Stelle. So, und
Das ist einfach der Punkt. Und wenn man das macht, was ich eingangs gesagt habe, sich einfach auch mal eine Weile tummelt und guckt, was gibt es an Angeboten. Erstmal nur schaut, mitliest, versucht Leute kennenzulernen, zu gucken, wer hilft denn immer wieder, unentgeltlich, ohne danach zu fragen, hier ne, die Hand aufzuhalten. Also ein schönes Indiz ist einfach Folgendes. Wenn man in einer Gruppe ist und man stellt eine Frage und jemand kommt und erklärt und hilft, macht das einmal und zweimal und man stellt fest, er macht das auch zum 10. Mal, ruhig und geduldig, dann ist das ein Kandidat, den man ansprechen kann. Wenn man eine Frage stellt und jemand schreibt darunter, ich habe dir eine PN geschrieben, dann weiß man, dass da eigentlich schon ein Angebot unterwegs ist gegen Geld. Das heißt, da wird mit Sicherheit auch erstmal geholfen, nur die Hilfe kommt halt nicht für die ganze Gruppe. Also das heißt, da ist sowieso schon ein gewisser Egoismus drin, von wegen, ich teile mein Wissen jetzt nur mit dem, den ich als potenziellen Kunden sehe. Und dann kommt natürlich auch sehr, sehr schnell dann mit der Punkt, wo dann die Hand aufgehalten wird. Ich mache es lieber so, dass ich meine Kunden anziehe. Das heißt, ich akquiriere nicht aktiv, die kommen zu mir. Und das habe ich mir immer gewünscht. Du, Iris, du weißt das, ne? Wir haben oft darüber gesprochen. Ich habe immer gefragt, warum kommen die einfach nicht? Ne? Ja, weil ich zu wenig Reichweite hatte, weil sie nicht kannten, weil sie nicht wussten, wie ich arbeite. Jetzt auf Facebook oder an anderen Stellen habe ich die Möglichkeit, eben ganz, ganz viele kleine Touchpoints zu erzeugen. Das ist ganz wichtig. Ne? Also niemand kauft, weil er es einmal irgendwo eine Anzeige sieht. Das weiß jeder von sich selber, sondern man kennt das Unternehmen oder den Dienstleister schon sehr lange, bis dass man sich dann entscheidet, mal einen Auftrag zu machen. Wie oft fährt man an dem Blumenladen, an dem neuen Blumenladen an der Ecke vorbei und sagt, oh, da müssen wir mal reingehen. Ne? So, und dann ist es ein Dreivierteljahr später und dann ist man irgendwie 200 Mal da vorbeigefahren, bevor man überhaupt den Schritt über die Schwelle macht. Das sind die kleinen Touchpoints. Und diese kleinen Touchpoints, die müssen wir in Social Media schaffen, für uns schaffen. Und das ist eben das, was ich sagte, das ist Langstrecke. Das macht man nicht, ich habe da mal so ein Bild, ne? So Murmeltiertaktik. Ne? Das sind so Leute, die tauchen irgendwie mal auf, machen irgendwas, unterhalten sich mit einem und dann tauchen sie für 3 Wochen wieder ab, um dann an einer anderen Stelle wieder hochzukommen und dann wieder für 2 Wochen zu verschwinden und wieder aufzupoppen. Das ist kein kontinuierliches Marketing. Ja. Das heißt, wenn man diesen Weg gehen will, dann muss man auch wissen, man muss Ausdauer haben. Kontinuität, kontinuierliche Sichtbarkeit ist unheimlich wichtig. Und deswegen funktioniert das jetzt nicht, 3 Wochen die Welle zu machen und dann Umsätze zu generieren. Das kann vielleicht mal funktionieren, aber das ist dann die große Ausnahme. Also mein Lieblingsformat ist ja die Facebook-Gruppe, weil ich dann eben Herrscher, sag ich mal, Zielgruppe bin, wenn ich das vernünftig angehe und aufbereite, macht das für mich auch selbst viel Spaß, mit den Menschen in die Aktion zu treten, wobei ich da nicht jeden reinlasse, sondern Menschen, die ich auch kenne, die zumindest mal ein Gespräch mit mir gemacht haben oder durch einen anderen Workshop oder sonst irgendwas kenne. Ich mag es nicht so mit Fremden, die nur in die Gruppe kommen wollen und dann Mitläufer sind und sich nie was von sich hören lassen. Also gehe ich lieber auf Qualität statt auf Quantität. Genau, ja. Also das zum Schluss noch gerne, was du sonst noch anbietest. Und eine zweite Bitte wäre, dass, da wir jetzt aufzeichnen und keine Live-Fragen bekommen können, wärst du bereit, dann mal 10 Fragen dann noch in den Kommentaren zu beantworten? Wenn es 20 Fragen sind. Also wenn Fragen in den Kommentaren sind, mich einfach bitte markieren und dann antworte ich gerne. Auch noch in einer Woche oder in 2 Wochen. Also überhaupt kein Ding. Ja? Also das ist auch meine Dankeschön. Art. So kenne ich dich. So, dann sag uns doch kurz noch, was du so anbietest. Ja, ich habe meine Produktleiter sieht also so aus. Entry-Ebene, also ganz unten, Blog gibt es natürlich, es gibt einen Podcast, es gibt meine große Facebook-Gruppe, marketingzaubergruppe.de, die ich gerade schon genannt habe. Das sind meine kostenlosen Angebote. Dann gibt es kleinere Kurse, die findet man auf meiner Website, Selbstlernkurs und eine Workshop-Reihe, die ich aufgenommen habe im letzten Jahr. Es gibt meinen Marketing-Zauberzirkel. Das ist mein Mitgliederbereich. Da kann man also Mitglied werden. 79 Euro im Monat derzeit netto. Und wird von mir in einer geheimen Facebook-Gruppe unterstützt und hat auch noch Zugriff auf eine Website, also auf meine Website, auf einen geschützten Bereich und kann da Aufzeichnungen und Checklisten und Ähnliches bekommen. Monatlich kündbar, also ohne Risiko, wirklich, wenn man sagt, ne, ist doch nichts für mich, haut man wieder ab. Bin ich auch nicht böse drum. Also das ist wirklich, nein, es ist nicht für jeden geeignet, weil ich sage, für den super Preis, den ich da liefere ich zwar mein ganzes Know-how,
Aber ich gehe nicht proaktiv auf die Mitglieder zu. Wer nicht fragt, kriegt auch keine Antwort. Und ich bin in der Gruppe auch nicht so, dass ich sage, hör mal, du hast doch vor 3 Wochen dieses Thema da mal gehabt, bist du da weitergekommen? Das behalte ich meinen Premium-Kunden vor, ne? Dass ich mich so eng um sie kümmere. Aber wenn jemand eine Frage hat, kriegt dann die Top-Antwort in kürzester Zeit, an 7 Tagen die Woche. Das sollte man sich gut überlegen, weil ich weiß, dass viele Unternehmer ja gerade an ihrem Business oft am Wochenende arbeiten. Und dann fände ich es blöd, wenn man da dann nicht weiterkommt mit dem Problem. Ja, ich muss echt sagen, deine Reaktionsgeschwindigkeit, die bewundere ich, dass du also vor allem über die Jahre so einen langen Atem hast. Und du lässt ja wirklich keinen ohne Antwort stehen. Und das ist auch eine Expertise, da wo du absolut abhebst. Du arbeitest alleine und ich glaube, du beantwortest jede Frage und das finde ich einfach nur Wahnsinn. Ich liebe, was ich tue. Ich lebe Social Media und man sieht das, ich habe mich so ein bisschen in Rage geredet. Genau. Ja, und natürlich kann man auch 1:1 mit mir zusammenarbeiten. Man kann mich sogar für eine Einzelstunde mal nur buchen. Man kann aber auch Stundenpakete buchen. Und wer so richtig ans Händchen genommen werden will, der spricht mich an auf mein Mentoring-Paket. Das geht ab 8 Wochen los und da sind wir dann natürlich auch in guten 4-stelligen Bereichen. Aber da betüdel ich dann so richtig. Da möchte ich einfach nur zum Abschluss nochmal aufrufen. Ich kann wirklich empfehlen, weil Digitbeat ist einer von den wenigen wirklich an, ein persönliches Vorabgespräch zu machen oder vielleicht auch mal eine Stunde Beratung, um sich vielleicht rundweg, das wäre mein Vorschlag, zu informieren, ist das Thema Online-Business überhaupt was für mein Geschäftsfeld und wie kann ich es angehen? Da reicht eine Erstberatung vollkommen aus, um viel Geld zu sparen. Also eine Stunde buchen, das geht direkt online, dann hat man Zugriff auf meinen Terminkalender, kann sich direkt einen Termin eintragen. Wir sparen uns das Kalender-Ping-Pong, das oft mehr Zeit braucht als dann der eigentliche Termin. Und dann, das ist wirklich absolut unkompliziert. Genauso über Zoom, wie Iris und ich jetzt hier auch sprechen. Das ist ja einfach eine coole Sache. Ich liebe es, ich mache es unheimlich gerne. Und ich muss nur vorwarnen, von jetzt auf gleich geht's nicht. Also heute für morgen einen Termin, keine Chance. Ne? Also so 14 Tage, manchmal sogar 3 Wochen Vorlauf bis zum ersten Termin gibt es einfach inzwischen. Trotzdem wird sich es lohnen, weil eine gute Beratung ist das Geld, die Zeit einfach wert. Und das ist ja auch nichts, ne? Also schnell und hektisch reich funktioniert nicht. Und schnell und hektisch so einen Termin machen, macht auch keinen Sinn. Also von daher mit ein bisschen Vorlauf, das ist schon ganz gut. Super, Birgit. Ich danke dir recht herzlich. Ich hoffe, ich kriege jetzt das Video schnell, möglichst nicht schnell, sondern bald möglichst auf Facebook hochgeladen. Ja. Weil das Internet zurzeit überall recht langsam ist. Und das, damit lang gesprochen. Mal gucken, wie groß das Video ist. Und ich freue mich auf die Fragen auf jeden Fall. Also wer Fragen hat, bitte melden. Wer sich nicht traut, die in der Gruppe zu stellen, kann sie mir gerne persönlich schreiben und Birgit tut sie dann allgemein, ohne Benennung des Namens beantworten. Auch kein Thema. Emma, scheut euch nicht, nutzt die Gelegenheit, kann ich nur sagen. Es ist einmalig. Ja, vielen lieben Dank, Iris, dass ich mich hier so ausbreiten durfte. Wir haben sehr viel länger gesprochen, als wir wollten. Aber ich glaube, es war auch interessant und spannend für die Zuschauer. Und würde mich freuen. Ich finde es auf jeden Fall. Danke dir recht herzlich, Birgit, dass du dir Zeit genommen hast. Ich weiß, du bist sehr getaktet unterwegs, dass es kurz geklappt hat. Gleich um 20:30 der nächste Termin. Ich wünsche dir alles Gute, wir bleiben in Verbindung. Ja, danke. Und mit Sicherheit auch nochmal persönlich bei mir, weil ich ja auch erst wieder seit dem Vierteljahr intensiver im Online-Business unterwegs bin. Genau, jederzeit gerne. Du weißt das. Alles klar, Iris. Mach's gut. Danke dir. Dankeschön. Tschüss. Bis bald.